Immer wieder, wenn wir Unternehmer beraten zum Thema, wie bekommen sie mehr passende Kandidaten, wie kriegen sie die richtigen Mitarbeiter, die sowohl fachlich als auch menschlich passen, wie schaffen sie es, dass sie wieder mehr am statt im Unternehmen arbeiten, stellen wir ganz häufig fest, dass das Thema Mitarbeitergewinnung gar nicht das eigentliche Problem ist. Denn viele dieser Unternehmer, die diese Situation beschreiben, dass sie Feuerwehrmann spielen müssen, dass die Mitarbeiter chronisch überlastet sind, dass sie mehr Aufträge haben, als sie überhaupt annehmen können, dass sie Aufträge mittlerweile ablehnen, die sie früher mit Kusshand angenommen haben. Viele dieser Unternehmer sind ja in dieser Situation der Überlastung, dass sie Feuerwehrmann spielen müssen und so weiter, nicht, weil sie das Personal besonders gut und effizient einsetzen, sondern dass sie einfach zu viele Aufträge annehmen. Aus Sorge, dass sie die vielleicht nicht mehr kriegen und so weiter. Und das heißt, wenn man jetzt genau diesen Unternehmern dabei hilft, dass sie mehr Mitarbeiter bekommen, dann stehen sie, und das ist unsere Beobachtung schon zigmal erlebt, kurz danach, wenn sie die Mitarbeiter haben, wieder vor genau den gleichen Problemen. Und die Frage muss man sich erstmal stellen, will ich denn jetzt eigentlich das Problem lösen, dass ich vielleicht zu wenig Mitarbeiter habe, oder möchte ich eigentlich das Problem lösen, dass ich zu viel im statt am Unternehmen arbeite? Weil das wiederum ist eine ganz andere Frage. Wenn du gute Systeme in deinem Unternehmen hast, dann schaffst du es in der Regel aus dem bestehenden Personal im Vergleich zu vorher 20-30% mehr Effizienz herauszuholen, und das ohne, dass man Mitarbeiter irgendwie quält oder sowas, sondern wirklich, indem man sich zum Beispiel darüber Gedanken macht, habe ich denn gerade die richtigen Leute in meinem Unternehmen an der richtigen Stelle sitzen? Dazu muss ich mich erstmal damit beschäftigen, was habe ich überhaupt für Persönlichkeitstypen in meinem Unternehmen? Weil es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, die eignen sich zum Beispiel für Aufgaben, wo man sehr gewissenhaft sein muss, wo man in der Ruhe sein muss, wo man immer wieder wiederholende Aufgaben macht. Da gibt es Leute, für die ist das genau das Richtige. Die lieben diese Aufgaben. Und auf der anderen Seite gibt es dann wiederum Leute, die sagen, da will ich überhaupt nichts mit zu tun haben, da gehe ich bei ein, ich brauche den Kontakt mit Menschen, ich brauche den Austausch, ich muss die Möglichkeit haben, kreativ zu sein, all diese Dinge. Und ganz häufig stellen wir fest, dass in den Unternehmen, wo es diese Probleme gibt, wo der Unternehmer immer wieder Feuerwehrmann spielt, dass dort überhaupt noch gar nicht die richtige Aufteilung im Unternehmen gefunden worden ist und dass teilweise Leute Aufgaben machen müssen, die gar nicht in ihren Stärken liegen. Und unsere Erfahrung ist da, wenn du einen Mitarbeiter auf eine Stelle setzt, für die er gar nicht geeignet ist, dann wird er vielleicht 20-40% der Leistung bringen, als würdest du dort einen perfekt passenden Mitarbeiter draufsetzen, der der richtige Persönlichkeitstyp ist. Aber Achtung dabei, und das ist ein Fehler, den wir auch immer wieder beobachten, viele Unternehmer wünschen sich eierlegende Wollmilchsäue, das heißt Leute, die in allen Bereichen, die man abdecken kann, gut sind. Das heißt Mitarbeiter, die sowohl strukturiert sind, die kreativ sind, durchsetzungsfähig sollen sie natürlich auch sein, teamfähig sollen sie sein. Aber seien wir mal ehrlich, hast du denn mal einen Mitarbeiter gesehen, der all das wirklich gut abbildet? Die meisten sind doch so, dass sie in einem Bereich besonders gut sind und in anderen Bereichen dafür ihre Defizite haben. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das weiß. Man muss bloß richtig damit umgehen. Und das ist die Aufgabe des Unternehmers, richtig zu führen und dafür zu sorgen, dass genau diese Menschen in ihre Kraft kommen, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Stärken auch voll auszuspielen. Weil wenn ich von einem Fisch erwarte, dass er möglichst hoch fliegt, und von einem Vogel, dass er möglichst tief taucht, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn meine Mitarbeiter nicht die Ergebnisse bringen, die ich eigentlich von ihnen erwarte. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann man deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Und das ist der eigentliche Punkt, wo man ansetzen sollte. Weil was passiert denn, wenn du jetzt noch mehr Mitarbeiter einstellst? Im schlimmsten Fall machst du dein Problem eigentlich nur noch viel größer. Das Problem, was du vorher mit wenigen Mitarbeitern hattest, das hast du dann danach mit
noch viel mehr Mitarbeitern. Es ist auch eine Mindset-Frage. Bist du in der Lage, auch zu sagen, okay, dieser Auftrag passt nicht zu meinem aktuellen Unternehmen und zu meinem Team? Wenn du dann immer wieder neue Aufträge annimmst, weil du dich genötigt fühlst, das zu tun, weil du jetzt mehr Mitarbeiter hast, ja, dann wirst du genau wieder in die gleiche Situation kommen. Im Gegensatz dazu, wenn du die Effizienz deines Unternehmens steigerst, wenn du dafür sorgst, dass deine Mitarbeiter effektiv arbeiten und auf effiziente Art und Weise, dann wirst du mit weniger Personaleinsatz mehr Umsatz machen können, mehr Gewinn erzielen können. Wenn du mehr Gewinn erzielst, wirst du dafür sorgen können, dass du bessere Mitarbeiter einstellen kannst. Das ist eine positive Rückkopplungsschleife, das Gegenteil von einem Teufelskreislauf. Und genau darauf gilt es zu achten. Und wenn du mal jemanden haben möchtest, der mit dir mal gemeinsam schaut, hey, was habe ich denn eigentlich für Persönlichkeitstypen in meinem Unternehmen? Bin ich denn aktuell da schon gut besetzt oder ist mein Problem tatsächlich, dass ich die richtigen Fachkräfte finden muss, dann trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch und dann schauen wir uns mal die Situation bei dir an und schauen, wie du es schaffen kannst, wirklich tolle Ergebnisse zu erzielen. Wenn du sagst, das war mal ein frischer Impuls, dann klick am besten jetzt unter diesem Video auf Abonnieren und die Glocke und dann wirst du immer wieder informiert, wenn es ein neues Video von uns gibt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.